miteinander. Bei uns gibt es heute einen Kürbiskuchen. Super lecker. Ich habe die Zutaten bereits gesehen. Ich gebe es nochmal durch hier. Also, wir fangen jetzt an. Wir haben jetzt das gut umgerührt. Jetzt kommt noch das Öl hinzu. Und den Vanillezucker, Zimt, das Backpulver kommt hinzu und noch das Mehl. So, geht es. Ja, super. Jetzt kommt unser Kürbis hinzu. Und vermischen, ja, langsam, super. So, jetzt kommen noch ein bisschen Nüsse hinzu. Spannus und Walnuss. Grob gehackt. Güzelce karıştırıyoruz. Kommen noch 50 Gramm Kokosraspeln hier hinein. So, vermisch das bitte langsam. Okay. Ich habe jetzt noch ein bisschen Orange- und Zitronenschale geraffelt. Einen halben Dessertlöffel reicht schon. So, kannst du das auch vermischen. Super. Zum Schluss kommt noch ein bisschen Schokolade hinzu. So, vermischst du das auch noch bitte. Okay. Also unsere Form schon vorbereitet mit der Backfolie. Kannst du es hineingießen? Mhm. Ja, super. Das ist gut. Passt gut. So, unser Käse kommt jetzt in den Ofen. Circa für 40 Minuten auf mittlere Hitze auf 180 Grad. Unser Cake ist jetzt fertig hier aus dem Ofen frisch. Er muss jetzt noch abkühlen, dann ist er servierbereit. Wir schneiden ihn jetzt auf. Mal super lecker. Der Kürbiskuchen ist jetzt fertig, es sieht wirklich super lecker und einfach. Jetzt bist du wieder am Essen hier. Ja, Mami. Ja. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.